Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit meinen Eindrücken von der GC. Und jetzt machen wir mal einen Abstecher zu Nintendo. Ich habe da einige spielen können. Ähm, Nappy, Vizzi und ich waren einmal am Stand, also innerhalb von der Entertainment Area und haben dort Hyrule Warriors gespielt. Darum geht es erstmal nicht, sondern es geht um ein paar Spiele, die wir im Businessbereich spielen konnten, direkt präsentiert von einem netten PR-Man von Nintendo. Und da waren in bei unter anderem Yoshi, also ich, das Yoshi's Woolly World, das neue Kirby, Splatoon und unter anderem auch Super Smash Bros. für Wii U und nintendo 2. Ich weiß, dass die beiden Spiele euch sehr interessieren, darum möchte ich darauf zuerst mal eingehen. Und ich fange mal an mit dem, das sie zuerst gespielt haben, das unser Einstand war sozusagen, und zwar ähm, Smash Bros. für Wii U. Hier, erstmal sehr cool, sie hatten schon diesen Adapter für die Wii U, dass man eben. <coughs> Mit Gamecube Pads spielen konnte, was mir sehr gefallen hat, waren also auch die alten Original Gamecube Pads fast wie neu vom Zustand her. Weiß nicht, ob sie die aus irgendeinem Lager innerhalb von Europa ausgegraben haben oder so. Und wir konnten insgesamt zwei Matches spielen. Ich, es, ich konnte, da ich mich natürlich auch auf, auf das, was passiert, konzentrieren musste, kann ich nicht so viel zum Detail sagen. Ich, da ich auch kein großer Smash-Spieler war, kann ich auch nichts zu Charakterunterschieden sagen. Ich möchte einfach ein bisschen darauf eingehen, wie es sich angefühlt hat von dem, was ich mitnehmen konnte. Und ich steige einfach mal kurz ein mit dem allerersten Match. Es war jeweils immer ein Vier-Spieler-Match und ich glaube, es war ohne Items. Wir haben ohne Items gespielt, meine ich. Und das erste Match war auf Battlefield, also auf, der, auf dem einfachen Schlachtfeld. Das heißt unten Plattform, dann jeweils drei Plattformen. Und ich habe gespielt als Zero Suit Samus. Weil das ein Charakter ist, der mir persönlich so momentan sehr zuspricht, vom, vom äh, ganzen Charakterdesign, also von der Art, wie sie. Sie ist ein schneller Charakter mit einem Divekick, was mir so gefällt, also ein Charakter, der aus der Luft sehr schnell nach unten kommt. Hat, ist eben mobiler als viele Charaktere, hat hohe Reichweite, ist wahrscheinlich dafür ein bisschen leichter, so wie sie ausschaut vor allem. Und was mir so aufgefallen ist, ist, es spielt sich sehr, sehr flüssig. Also es war permanent 60 Frames, da sah wunderschön aus, das Spiel. Animationen waren großartig. Und wie gesagt, es hat, es hat ein sehr. Ich, ich finde, das Wort das ist bescheuert dafür, aber es ist ein sehr smoothes Spielgefühl. Wenn man mal Melee gespielt hat, weiß, dass es so ein bisschen nicht staxig ist, aber es ist sehr. Da Melee so schnell ist, hat, es, hat man das Gefühl nicht unbedingt die 100% Kontrolle über seinen Charakter zu haben manchmal. Und das ist schon eher wie bei Brawl. Also es ist nicht ganz so träge wie Brawl. Das hatte ich, also, aber es hat ja auch nicht die Dynamik wie Melee. Natürlich habe ich jetzt nicht irgendwelche krassen. Techniken wie L-Canceling oder Wave-Dashing getestet. Aber da gibt es ja auch Protokolle von Pro-Spielern von der E3, die eben diese Sachen kon- und dekonfirmieren für euch. Was ich eben aus meiner Casual Smash Bros. Sicht sagen kann, war, dass gerade das erste Match hat sich sehr gut angefühlt. Der Charakter, den ich gespielt habe, hat sehr gut zu mir gepasst. Es war bunt, es hatte wuchtigen Sound dahinter. Also, wenn man so einen Smash trifft, klingt es immer noch grandios cool. Es ja, also es war chaotisch, weil zu viert. Ich hätte natürlich persönlich es bevorzugt, wenn wir die Chance hätten, 1 gegen 1 zu spielen. Ich konnte auch übrigens nur die Wii U-Version testen. Ich glaube, die 3DS-Version lag aus, aber da wir eben möglichst viele verschiedene Spiele äh, uns Eindrücke sichern wollten auf dieser, in dieser Stunde, die wir, glaube ich, hatten, mussten wir natürlich da überlegen, was wir weglassen. Und Smash Bros. 3DS blieb da auf der Strecke für. Der, in diesem Match habe ich mich eben wirklich darauf ein bisschen konzentriert, wie sieht das Spiel aus, wie klingt's, vor allem wie steuert es sich und da war ich komplett überzeugt von. Also es hat sich sehr gut angefühlt, sehr direkt. Was natürlich auch daran lag, dass ich mit dem Game Control sofort in meinem Element war. Ich habe melee ewig lang gespielt damals. Ich habe Raw immer nur mit Cube gespielt. Also von daher sofort zu Hause gefühlt und bin so auch dann ohne. Ich habe mir auch nie Sorgen gemacht, dass irgendwie dieses Spiel so sich anfühlen wie Brawl, wenn man erstmal Melee gewohnt war. Also das ist schwer zu sagen, weil viele, die in Brawl eingestiegen sind, wissen gar nicht, was was Leute meinen, wenn sie sagen, dass Brawl ein bisschen träge sei oder eben nicht so schnell wie Melee. Aber also wenn ihr auch Melee gespielt, keine Sorge, es ist kein zweites Brawl. Es fühlt sich sehr Brawlig an, von dem her wie direkt die Steuerung ist und wie glatt alles funktioniert. Aber es ist trotzdem nicht ganz so so hektisch. Das kann man so festhalten. Also es ist immer noch ein bisschen entschlackt und wahrscheinlich auch Versucht nachher so einen Mittelweg zu finden zwischen den Turnierspielern und den, ähm, den Casuals, die diese Serie immer noch ansprechen soll, logischerweise, als Partyspiel. Im zweiten Anlauf habe ich mich dafür dann entschieden, dass ich mal ein Charakterspiel, der neu ist. Und ich habe mich für Mega Man entschieden. Und es war keine gute Idee. Mega Man ist sehr, sehr schwer zu spielen. Ich hatte nicht mal groß, also erstmal die Art, wie er springt, ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Und die... Die Specials sind auch relativ langsam von ihm. Sein, sein vorne B ist zum Beispiel eben die Clash-Bombe, die sehr langsam rauskommt. Was cool ist, er hat seinen Charge, äh, seinen Buster, kann mit dem auch, kann auch schießen, also ist mehr so mehr ein range das Gefühl gehabt, also hat sehr viele Tools, um Gegner wegzuhalten. Unten B zum Beispiel macht dieses, dieses blätter Blätterschild, das man auch dann wegschießen kann. Sein Oben B ist, hat extrem hohe Reichweite, um wieder auf die Bluff zurückzukommen. Da ruft er eben dann Rush und springt von seinem Rücken aus in die Höhe. Und die Stage, die wir genommen haben, dazu war eben auch passenderweise die Mega Man Stage. Und die Mega Man Stage hat eben eines dieser neuen Elemente, dass eben ein Gegner erscheint, den man auch bekämpfen kann. In dem Fall diesen, heißt der Yellow Devil? Da können wir die Mega Man Geeks unter euch äh, bestimmt nochmal genauer sagen. Ihr wisst schon, dieses gelbe Monster, das eben diese Böppel dann hin und her fahren lässt auf dem Bildschirm. Und das erscheint da auch. Man kann es, glaube ich, besiegen. Also der PR-Mensch hat gemeint, es ist schwer, also muss wahrscheinlich möglich sein, aber es geht. Wenn man es nämlich nicht besiegt, dann bleibt es da und macht immensen Schaden. Was ganz lustig war, in beiden Matches ging es äh, auf Sudden Death raus. die Ich war Teil von beiden, habe es auch beide mal versaut. Einmal, weil ich dann zu geflasht war und einfach nur da schnell gedrückt habe. Aber ja, also ich kann euch nur sagen, es, ihr müsst keine Sorgen machen, das Spiel wird, wird sehr gut. Wenn ihr schon mal an Smash gespielt habt, wisst ihr genau, was euch erwartet. Natürlich kann ich nichts zu dem ganzen Paket drumherum sagen, aber die Mechanik an sich hat sich sehr richtig angefühlt, hat sich sehr gut angefühlt, sah sehr gut aus und ja, ihr seid eh hype auf das Game und kann ich kann euch nur mal zusichern, das Ding wird gut, es wird im Multiplayer rocken. Ob es Melee innerhalb der Competitive Community ablösen wird, weiß ich nicht. Dafür bin ich aber auch zu wenig innerhalb von diesem von diesem Teilbereich der, der Fighting Games drin das sagen zu können wird wird glaube ich schwierig weil sie so eingesessen sind aber sie tun also, tut wirklich viel dafür und zu wünschen wäre es weil es wird auch einfach immer schwerer irgendwie diese dieses Ding brauchbar zum Laufen zu kriegen und einfach in HD Fernseher und gut wäre einfach mal schön also ja seid ihr auch schon halb auf mir dann schreibt mal runter und sagt mal welchen Charakter ihr eigentlich gerne spielen wollt also meine, meine Favoriten sind Serious 2 Samus immer noch und nach den neuen Ankündigungen auch Schulk aus Sinoblade. auch weil ich eigentlich nicht so ein großer Fan von Schwertcharakteren bin. Aber ja, was wollt ihr spielen? Sagt an, holt euch derweil noch ein half ab und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye bye.